Vortag. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sie waren nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ist das schon Ehre genug oder würde man den dann auch schon gern bekommen letztendlich? Also grundsätzlich ist es natürlich Ehre genug und dann am Ende würde man ihn auch gerne bekommen. Haben Sie denn Wolfgang Herrndorf, der das bekommen hat, Sand, kennen Sie das Buch? Ich habe es noch nicht gelesen. Nee, okay. Welchen Stellenwert würden Sie jetzt so sagen, haben denn solche Preise für Sie jetzt persönlich, wenn man ein Buch schreibt, dann bekommt man Zuschauerreaktionen, aber eben auch Preise. Welchen Stellenwert hat sowas für Sie persönlich? Naja, sie haben einen hohen Stellenwert, weil wenn man so ein Buch geschrieben hat, dann möchte man natürlich auch irgendwie bemerkt werden. Und Sie sehen ja hier auf der Messe, wie viele Bücher erscheinen. Also es hat schon eine Bedeutung, dass einzelne Titel, in dem Fall waren es jetzt 5 oder eigentlich 15, hervorgehoben werden, auch wenn das immer ungerecht sein mag, aber für diejenigen ist es natürlich gut, die dabei sind. Ne? Was ist Ihre Einschätzung, es gibt ja viele Buchpreise hier in Deutschland, der Preis der Leipziger Buchmesse, wie kann man den einordnen? Naja, zusammen mit dem anderen Messepreis in Frankfurt sind ja beides relativ neue Preise und ich muss sagen, die haben sich sehr rausgemacht und haben eine große Bedeutung. Ich fürchte manchmal fast, dass diese Buchmessenpreise die anderen althergebrachten etwas in ihrer Bedeutung mindern schlussendlich und alles konzentriert sich nur noch auf diese beiden im Frühling und im Herbst. Aber also man muss sagen, von außen betrachtet Erfolgsgeschichte. Ne? Vor allem dann auch Erfolgsgeschichten, die sich zum Glück auf die Bücher, die nominiert wurden, auch auswirken. Und zu Ihrem Buch wollen wir jetzt auch mal kommen. Der Irak, in dem Sie die Geschichte ansiedeln, war ja eigentlich eher ein Nebenschauplatz des Zweiten Weltkriegs. Ja. Warum haben Sie dieses Land als Ausgangspunkt Ihrer Geschichte dann gewählt? Na, ich erzähle ohnehin in all meinen Büchern immer von der Peripherie her und gehe dann von da aus in Richtung Zentrum. Meistens komme ich da nicht an. Das heißt, die Entscheidung war leicht für mich. Ne? Ich würde kein Buch als Nachgeborener über den Zweiten Weltkrieg schreiben, weil es gibt erstmal so viel davon. Außerdem hat da, glaube ich, die Welt auf meinen Senf nicht gewartet. Was mich interessierte an dieser Geschichte war jetzt nicht, die großen Stationen abzuklappern, sondern nochmal einen Blick vom Rand, von der Peripherie eben, auf diese zentralen Ereignisse des 20. Jahrhunderts zu werfen und dann natürlich dieser Held, der interessierte mich ebenso. Ein moralfreier Aufsteiger, der alles tut, um voranzukommen. Und er schien mir auch repräsentativ für diese Zeit zu sein. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Ich würde noch ganz kurz bei Ihrer lokalen Verortung bleiben mit dem Roman. Sie haben ja auch den Irak mehrfach schon bereist. Allerdings natürlich viel, viel später als die Handlung in Ihrem Roman. Inwiefern hatte das trotzdem Einfluss? Konnte das Ihre Beschreibungen irgendwie, hat das Ihnen einfacher gemacht? Naja, es ist, wie Sie sagten, es spielt natürlich zu einer Zeit, die ich nicht erlebt habe, dieses Buch, aber der Einfluss ist dennoch da, weil die Orte, die man kennt als Schriftsteller, in denen man sich vertraut fühlt, ne, die werden dann ja auch meistens zum Schauplatz der Romane. Das hat schon einen Grund, das ist einfach die Sicherheit, die man da hat. Ich hätte das Buch auch in einer anderen Stadt spielen lassen können, theoretisch, in Kairo nehmen wir an, ne, aber es war dann doch einfacher für mich, das in Bagdad zu machen, auch wenn dieses alte Bagdad, was ich beschreibe, natürlich überhaupt nicht mehr existiert. Es gibt weder die jüdischen Viertel noch alle anderen, fast alle anderen Dinge haben sich völlig verändert. Trotzdem, die Arbeit der Imagination fällt leichter an Orten, zu denen man eine Beziehung hat. Ne? Können Sie uns das kurz beschreiben, dieses Gefühl, was Sie mit der Stadt, mit diesem Ort Bagdad letztendlich verbinden, was Sie auch in dem Buch ausdrücken? Also ich persönlich, das muss man jetzt wirklich trennen, ich persönlich verbinde damit natürlich die Stadt, in der Teile meiner Familie leben, väterlicherseits, und die Stadt, die ich auch schon lange kenne. Andererseits für das Buch habe ich die Geschichte dieser Stadt entdeckt und das ist im Grunde ja jetzt nicht nur Bagdad im Buch, sondern auch Berlin und Warschau, also es gibt ja viele Schauplätze. Im Grunde ist das die eigentliche literarische Arbeit, die Welt hinter der gegenwärtigen realen Welt zu beschreiben. Ne? Sie haben gerade schon den Protagonisten angesprochen, Anwar, ein typischer Mitläufer ohne jeden moralischen Kompass, der sich letztendlich den Faschisten im Irak anschließt. Ist er ein typischer Antiheld?
Er ist schon ein ziemlich typischer Anti-Held, aber er ist auch, und das darf man bei dieser ganzen Sache nicht vergessen, er ist auch ein armer Mensch, ein chancenloser Mensch, der wenig Optionen hat in einer Zeit, die große Ideen anbietet. Ob es der Antisemitismus ist, der auch im Nahen Osten natürlich, und darum ging es mir ja vor allen Dingen, den zu beschreiben, da angesiedelt war, oder ob es dann der Faschismus, der Nationalsozialismus, immer sind es starke, große Ideen, die ihm angeboten werden, und er ergreift das, ohne sich je ganz zu identifizieren, um voranzukommen. Aber gegründet ist all das in einer gewissen Chancenlosigkeit. Lässt ihn diese Chancenlosigkeit, ist vielleicht genau das Problem, dass man nicht so richtig eine gute Seite bei ihm findet. Auch wenn man das irgendwie ja doch gern möchte bei einem Protagonisten. Was ist denn, hat er irgendeine gute Seite? Das ist schwer zu sagen. Bei diesem Held jetzt ist es wirklich schwer zu sagen. Er hat eigentlich nicht wirklich eine gute Seite, außer vielleicht dieses Vorankommen, mit dem man sich bis zu einem gewissen Grad identifizieren kann als Leser. Das Wichtige war jetzt, ich wollte ihn zum Beispiel keinen Lernprozess durchmachen lassen, sodass am Ende dann eine Moral von der Geschichte steht. Ich wollte den Leser lernen lassen, quasi an seinem Beispiel. Das Wichtige war, dass ich sehr nah bei dieser Figur bleibe, sodass man als Leser dran bleibt und nicht sagt, der ist so widerlich, von dem will ich nichts mehr wissen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie gerade ansprechen. Am Ende dieser Geschichte gewähren Sie dem Protagonisten keine Erkenntnis aus seinen Kriegserlebnissen so richtig. Ist das Ihr historischer Blick? Lernen wir Menschen nichts? Kann man so generell nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich aber festhalten, dass sehr viele Menschen, mehr als einem lieb ist, aus den Ereignissen, die ich auch darstelle im Buch, nichts gelernt haben. Ja, sondern die schleppten ihre Überzeugungen weiter mit, und bei Anwar sind es ja noch nicht mal Überzeugungen, er hat einfach verloren. Er hat in diesem Spiel, an dem er sich beteiligt hat, verloren, und er war im Grunde ein Abenteurer, wie auch seine angebeteten Helden, der Großmufti oder Hitler selbst. Ja, er war auch Anwar hat die gleiche politische Fahrlässigkeit und Abenteuerlichkeit an sich, und insofern, es gab für ihn keinen Grund, etwas zu lernen. Für mich ist charakterlich am Anwar vor allem interessant, diese Gegensätzlichkeiten. Er ist ein passiver Charakter, aber trotzdem handelt er sehr aktivistisch. Er ist naiv, aber trotzdem skrupellos. Das alles macht ihn sehr unberechenbar als Mensch. Wie funktioniert dieser Typ Anwar? Ja, das Interessante ist doch, dass auch wenn er keine Moral hat und man sich nicht so recht mit ihm identifizieren möchte, er doch immer Motive hat für das, was er tut. Also das muss man ja trennen. Ja? Ich bin so nah an ihn herangegangen und schaue durch die Welt durch seine Augen an dem Buch, dass man immer versteht, warum er sich für eine Option entscheidet, auch wenn er dabei nicht sympathisch ist und wir mit dem Blick von heute sagen würden, nein, nein, das sind die falschen Leute. Na? Ist es doch aus dem Text, wie ich glaube, heraus, aus dem Roman heraus, verständlich, was er tut. Und das ist ja das Fatale, dass man möglicherweise eine Perspektive von rückwärts braucht, zurückschauende Perspektive braucht, um moralisch zu urteilen. Ja. Und in der Gegenwart gefangen, wie Anwar, gelingt einem dieses Urteil nicht. Ja. Ja. Das treffende Adjektiv, wir haben in der Redaktion lange darüber nachgedacht, wie kann man den beschreiben? Und ist das Wort willfährig eigentlich als einziges so richtig eingefallen? Na, passt ist ja schon, vielleicht deshalb auch so gefährlich, wegen dieser Willfährigkeit? Ja, das ist wiederum das, was ihn wirklich gefährlich macht, obwohl er war ja nur einer von Millionen anderen, die diese Kriegszüge mitgemacht haben. Was ihn wirklich gefährlich macht, ist, dass er von Anfang an durch diese Chancenlosigkeit auf die Kraft des Körpers setzt. Alles, was er körperlich überstehen und bewältigen kann, das tut er. Und da ist er tatsächlich gefährlich und ja, gewalttätig, muss man sagen. Schon daran, dass wir jetzt so viel über diese Figur reden, merkt man, es ist ein sehr, sehr schwerer, zugänglicher Charakter für mein Empfinden. Worin bestand für Sie der Reiz, einen so schwer zugänglichen Protagonisten für das Buch zu wählen? Das eben den Leser nicht spüren zu lassen, weil das Buch liest sich eben überhaupt nicht schwer zugänglich. Und die Aufgabe für mich als Autor ist natürlich, eine so komplexe und überladene, auch heikle Geschichte so darzustellen, dass man das in einem Zug lesen kann, ohne zu stocken.
Das ist eine Stärke des Buches, auf jeden Fall. Aber dass er sich zwischenzeitlich fast als eine Art Abenteuerroman liest, ist natürlich auch ein bisschen problematisch, zumal es um den Zweiten Weltkrieg geht und sie aus der Sicht eines Täters schreiben. Ist das denn nicht, könnte das nicht ein bisschen problematisch sein? Es könnte problematisch sein, aber man darf eben mit diesem Urteil von heute und rückblickend nicht vergessen, dass Kriege immer auch Abenteuer sind. Sonst würden nicht so viele junge Männer in Kriege ziehen. Ich meine, dass man hinterher klüger ist und erlebt, was man oder sich bewusst macht, was man getan hat, das ist eine andere Frage, ne? Aber Kriege haben diesen Abenteueraspekt und wer das Buch ganz liest, weiß natürlich, dass es auch hier dabei nicht bleibt. Das wäre unmöglich. Nein, ich glaube, das Heikle liegt in dem Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus und tatsächlich mit dem Unterfangen in diesem Buch, diesen von der Peripherie aus anzuschauen und nicht von den großen entscheidenden Orten, die wir festgelegt haben als Erinnerung. Hier beginnt das in Bagdad, es geht dann bis nach Weißrussland und endet in Warschau, auch ein Ereignis, diese Schlacht da am Ende, was fast vergessen ist, ja, außer von Historikern hier. Ja. Insofern, also der Ortswechsel macht es vielleicht so ein bisschen ungewohnt und alles, was ungewohnt ist in Beziehung auf dieses Thema, glaube ich, scheint uns heikel. Auf jeden Fall, aber jetzt mal ein bisschen weg von dem konkreten Protagonisten, über den wir jetzt schon viel geredet haben, hin zu dem großen Oberthema, nämlich dem Faschismus, dem Antisemitismus. Anwar war ja auch beteiligt an antisemitischen Ausschreitungen in Bagdad, obwohl ja eigentlich, so kommt das schon durch in dem Buch, gar keine Vorurteile gegenüber Juden hatte anfänglich. Wie kommt er erstmal dazu, vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklären, wie kommt er zu diesen Vorurteilen überhaupt dann? Zu den Vorurteilen. Oder zu dem regelrechten Hass und dazu, dass er überhaupt dann. Ach, er schließt sich diesen. Ja, er schließt sich diesen nationalistisch-faschistischen Jugendverbänden an, den Schwarzhemden, die so nach dem Modell von Mussolini in Italien gegründet wurden, im Irak. Das war aber eigentlich Nationalismus und die benutzten nun die Juden im eigenen Land als Feindbild, um die Bevölkerung aufzuwiegeln, indem sie sagten, die kooperieren mit den englischen Besatzern, mit der britischen Kolonialmacht im Grunde. Das ist auch gelungen mit Hilfe von Deutschen, die da als Berater tätig waren. Wir sind jetzt schon zur Zeit des Dritten Reichs. Ja. Und Anwar läuft mit. Er ist der klassische Mitläufer, wie so viele, und führt Befehle aus. Was er eben nie gelernt hat, ist aufzubegehren gegen das, was man von ihm verlangt. Und das ist eben genau die Krux an der Sache, da er ja nie zum wirklichen Antisemiten wird, zumal er befreundet ist mit Juden, was damals auch üblich und ganz, ganz normal war in der Stadt, tut er das alles nur, um selbst voranzukommen, und das macht ihn so unangenehm. Das ist ja auch eine Parallele zum hiesigen Antisemitismus und hiesigen Mitläufertum, was wir hier letztendlich auch kennen und auch im Geschichtsunterricht auch mehr behandeln als den arabischen Antisemitismus. Ist dieses Verhalten von Anwar symptomatisch für den arabischen Semitismus? Ja, symptomatisch, also in einem gewissen Sinne natürlich schon, weil erstmal muss man sich vorstellen, dass die Araber und die Juden in Bagdad, zumindest eine kleine Stadt damals, noch sehr nah beieinander lebten, auch nach gleichen Regeln bis auf die Religion. Natürlich die Familienregeln waren ganz ähnlich und so, sie aßen das Gleiche, sie handelten miteinander. Also es war eine Nähe, und insofern ist Anwars Freundschaft einerseits und dann seine Feindschaft wiederum, wie er da auch verbringt, das sozusagen entwickelt, das ist sehr typisch. Das heißt, im Nahen Osten hatte sich das alles so ein bisschen eingepackt. Existiert nicht. Es war eigentlich eine multireligiöse Gesellschaft. Und durch diese Kräfte von außen und auch durch das eigene politische Interesse, wo es auseinandergerissen ist, heute erleben wir das in Irak aktuell mit den Christen. Das geschieht wieder so etwas. Da die Christen werden verfolgt und aussortiert. Damit zerfallen wir diese ganzen im Grunde seit menschengedenken und die kulturell multireligiöse Gesellschaft im Nahen Osten. Das ist kein Problem. Hast du wieder einen Hinweis dafür gehört, dass die These wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, dass manchmal auf der Geschichte nicht gelernt werden kann? Das
Ich bin auch nicht drauf, aber es ist wohl so, ja. Sie haben mal über den Roman gesagt, das Buch sei eine physische Geschichte. Können Sie uns kurz erklären, wie Sie das gemeint haben? Ja, das Physische ist diese Konzentration, die auch Anwar da macht auf seinen Körper. Denn er lernt ja, bevor er zu den Schwarzhemden geht und in den Krieg zieht, lernt er das Klettern an Hauswänden. Und das ist ja für mich sehr wichtig gewesen, zu beschreiben, wie er erlernt, von einer Vaterfigur, die ihm das beibringt, wie er erlernt, dass er sich auf seinen Körper so verlassen kann, dass er tatsächlich die Wände hinaufklettern kann. Also mit der Kraft seiner Hände und Füße natürlich. Und das ist ja sehr buchstäblich gemeint. Das Aufsteigen einerseits, er ist der klassische Aufsteiger, aber vor allen Dingen das Aufsteigen aus eigener Kraft. Wenn er schlauer wäre und mehr Möglichkeiten gehabt hätte, hätte er für seinen Aufstieg die Möglichkeiten durch andere Menschen benutzt. Netzwerke, wie wir heute sagen, ne? Beziehungen. Aber da er auf sich gestellt ist, hängt er sich an einen, der ihm das beibringt. Und dann tut er alles Weitere mit der Kraft seines eigenen Körpers. Und das wiederum ist eine Lektion, die er lernt. Er verlässt sich im Verlaufe seines weiteren Lebens immer auf seinen Körper. Und dadurch kann er all diese Abenteuer überstehen. Aber er ist eben auch, wie Sie sagten, willfährig. Was für mich jetzt noch eine Sache ist, das Buch ist hier erschienen, ist ja sehr erfolgreich auch. Wird es auch im Nahen Osten erscheinen, das Buch? Voraussichtlich ja. Jetzt ist ja, wir haben einen ägyptischen Verlag für die vorigen Bücher von mir. Allerdings wissen Sie ja, was in Ägypten los ist. Im Augenblick ist ein bisschen schwierig. Aber ja, es könnte da auch Schwierigkeiten geben. Der Roman Ein weißes Land von Cherko Fatah ist bei Luchterhand erschienen. Die 478 Seiten kosten 22 Euro und das Lesen lohnt sich in jedem Fall. Gleich gibt es bei uns wieder die Schlagzeilen. Vorher noch mal kurz Musik.